So, zuallererst Spiel weiterlaufen lassen und oh, der Memorial Slab steht schon. Das ist doch schick. Gucken wir mal kurz auf die Einheitenliste, ob der Geist weg ist. Wo drunter fällt ein Geist? Ist der irgendwie besonders hervorgehoben? Wir haben ganz viele Gefangene. Ja, das wissen wir. Oh. Wir haben einen gefangenen Händler? Nein, das sind Tiere, die von den Händlern gefangen genommen wurden. Na, ist ja okay. Oh, wir haben anscheinend keine freilaufenden Goblins mehr. Das ist sehr gut. Dann sollten wir jetzt die kurze Zeit, bis die nächste Karawane kommt, die kommen ja irgendwie andauernd, nutzen, um den Alarm jetzt mal wieder aufzuheben. In der Hoffnung, dass die Zwerge schaffen, in der Zeit alles aufzuräumen. So, vielleicht sollten wir auch einfach den Elfen mal ein bisschen Holz geben. Einfach so, damit sie aufhören, immer zu kommen. Aber ich weiß nicht, ob das dadurch auch bewirkt, dass die Goblins nicht mehr kommen. Oder ob die Goblins so oder so kommen und nicht von den Karawanen abhängig sind. Ich weiß, dass sie zu denselben Zeiten kommen. Aber ob sie aneinander gebunden sind, weiß ich nicht. Also wäre wahrscheinlich zu einfach. Dann könnte man einfach alle Karawanen wegschicken oder mit denen Streit anfangen. Außer mit den Zwergen natürlich. Und hätte so ein Dreivierteljahr Ruhe. Das könnte ich echt mal gebrauchen. Ein Dreivierteljahr einfach nur unsere Zwerge trainieren, das Fortress weiter ausbauen, keine sterbenden Zwerge zu haben und weiter Tonnen von Goldbarren zu produzieren für Goldstraßen. So, apropos Gold. Wir hätten gerne noch... Ah, den brauchen wir wieder alles Holz für, um Goldsachen herzustellen. Na gut, dann hätten wir gerne Wooden Training Spear. Wie viel Holz haben wir ungefähr ertauscht? Ich glaube, das waren so 20 Stück. Ja, dann machen wir mal 20 Holzspeere. So, das hätten wir auch erledigt. Ein Falkenküken trainiert, wurde tot aufgefunden. Okay. Also wir haben 4 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 44. Wir haben fast 50 Holz. Oh, schön. Und wir haben keine Arbeitslosen, weil alle dabei sind, irgendwelche Körperteile aufzusammeln. Von irgendwelchen Sachen, die ganz weit weg sind, obwohl ich eigentlich fast alles verboten hatte. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wo der dahin läuft. Das hier hatten wir alles verboten. Den hier eigentlich auch. Na, wo gehst du hin? Ah, da ist ein D? Nee. Mann, 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 echt bis ans Kartenende, hm? Er ist schon wieder weg. Ha. DB. Ah, da liegt noch was. Was liegt denn da? Jede Menge Hosen, Kleinkram und ein Körperteil. Ich verbiete mal alles außer das Körperteil. Nicht, dass aus dem Körperteil noch ein Geist rausspringt. Das muss ja nicht sein. Aber die ganzen Klamotten können wir liegen lassen. Die brauchen wir nun echt nicht. Also, vielleicht brauchen wir sie doch, aber nicht so dringend. Den können wir sie lieber selber herstellen. Wie gesagt, ich will keine Risikos mehr eingehen. Apropos keine Risikos. Hier wäre eine gute Idee für die Scharfschützen, die wir immer noch nicht haben. Dass wir hier einfach was ausbuddeln, einen Raum. Aber das ist Lehm, da können wir keine Fortifications reinbauen. Und wenn wir das hier wegbauen und da Fortifications hinbauen, damit die Zwerge hinter den Fortifications stehen können, um rauszuschießen, können die Fortifications aber kaputt gemacht werden von bestimmten Monstern. Und dann hätten die einen direkten Eingang in unsere Festung. Das ist gar nicht gut. Andersrum, wenn es eine natürliche Wand ist und man die schleift und daraus eine Fortification macht, dann ist es, glaube ich, nicht zerstörbar, weil es kein gesetzter Gegenstand ist, sondern eine natürliche Rockformation. Bin ich mir aber auch nicht sicher. So oder so, das hier ist auch Lehm. Genau. Das ist grauer Lehm und das ist roter Lehm. Super. Also können wir das hier eigentlich knicken. So, damit wäre auch die Liaison weg. Ein Howler Luke ist ertrunken aufgefunden worden. Wieso ertrunken? Da ist wahrscheinlich unten irgendwo jemand ausgewichen. Und ja, es wurde auch noch erwähnt, dass der Eingang hier oben ja eigentlich sicherer ist als der Eingang unten. Wegen den ganzen Fallen. Was, ja doch einigermaßen stimmt. Wir hatten das nur hier am Anfang so gemacht, weil wir die Karawane noch richtig mit den Wagen haben ankommen lassen.
Das könnten wir ja auch noch ändern. Wir könnten das hier alles richtig zupflastern mit Fallen. Bis auf halt einen schmalen Weg, den die Karawane mit den Eseln gehen kann. Und das hier unten wirklich nur noch benutzen, um im Notfall mal runter in die Höhlensysteme zu kommen. Wobei sich das hier doch echt anbietet. So ein ganz schmaler Gang, alles mit Fallen vollgestellt. Ist eigentlich auch okay. Ja, egal was man macht. Entweder ist es viel zu übertrieben und es kommt niemals irgendjemand durch, wo das Ganze dann auch langweilig wird. Oder es ist zu wenig. Aber solange wir überleben, ist das Wichtigste, denke ich mal. So, unsere frisch eingestellten Mechaniker sind alle am Werkeln. Das ist soweit gut. Wir hatten oben alle Goblins einmal ausgezogen. Aber da wir jetzt schon wieder neue Goblins haben, gehe ich nochmal hoch, mache jetzt DBC, Reclaim. All euer Zeug. Und jetzt Dump. All euer Zeug. Und Remove Dump schon mal für die ganzen Käfige, die leer sind. Und danach muss ich, glaube ich, wieder alles manuell ernten. Es ist ein wenig lästig. Aber so können wir wenigstens sicher sein, dass die alle Nakidai sind. Und dann schmeißen wir jetzt zwischendurch, während unten am Aufräumen ist, immer wieder einen Goblin runter. Weil sonst kommen wir echt nicht hinterher. Ich könnte auch einfach eine noch tiefere Grube bauen und alle auf einmal runterschmeißen, in Hoffnung, dass sie wirklich tot sind. Und nicht nur so leicht verkrüppelt wie bei unserer jetzigen. Was bei unserer jetzigen ja auch komisch ist, als wir einmal zwei runtergeschmissen hatten, hatte einer gar keinen Schaden bekommen. Also bringt es vielleicht gar nichts, eine riesige Grube zu machen, die ganz, ganz tief ist. Egal wie tief sie ist, ein Goblin wird trotzdem überleben. Aber wir könnten keinen Ausgang aus der Grube haben. Ich habe gerade eine ganz böse Idee. Wir nehmen ein richtig tiefes Loch. Der Miner, der da runterbuddelt, kommt nicht wieder raus. Wir schmeißen einfach alle Goblins rein. Dann kommen wir nicht an die Ausrüstung, nicht an die Knochen und was weiß ich, aber die Goblins sind weg. Und sie können nie wieder hoch. Aber dann müsste sich ein Zwerg quasi opfern. Ich guck mal ganz kurz. Wir hatten ja unten unser Zwergen, Goblin runterwerf. Loch Nummer 1, das müsste das hier sein. Und dann buddeln wir jetzt einfach daneben noch eins, das nur ein Ticken tiefer geht. Geht aber nicht, weil da der Gang ist, richtig? Richtig. Also wenn wir das hier tiefer machen, dann kommen die ins Wasser. Goblins können auch ertrinken, oder? Aber das Wasser ist nicht ewig da. Wir haben ja einen Abfluss gemacht. Ja, man hat es nicht leicht mit diesen Untergrundhöhlen. Wir können einfach von wesentlich weiter oben runterschmeißen. Also unser Goblin runterschmeißt Loch Nummer 1 ist ja jetzt schon relativ tief in unserer Festung. Bin ich schon dran vorbei. Hier. Auf Ebene 10. Wenn wir das ganze Loch aber jetzt hier oben machen würden. Ne, ja, sieht man jetzt nicht ordentlich. Aber es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Etagen höher. Das müsste auf jeden Fall tödlich sein, oder? Ich guck mal, was ganz kurz hier weiter oben ist. Okay, also wir könnten jetzt hier entweder in dem Zimmer von diesem einen Zwerg unter seinem Bett das Loch buddeln mit der neuen Todesfalle. Ja, oder wenn wir es hier oben bauen, geht es auch da durch. Na komm, das machen wir mal. Also, das Bett wird jetzt abgerissen. So, die Tür wird Pet nicht mehr passable gemacht, dass keine Tiere da durchlaufen können. Und dann channeln wir da. So. Dann haben wir gleich ein ganz tiefes Loch. Also ein 1, 2, 3, 4, 5, 6 Etagen höheres Abwurfdingens. Sprungbrett sozusagen. Und das überlebt dann hoffentlich kein Goblin. Können wir gleich mal testen mit den frisch ausgezogenen. Und hier wachsen überall Pilze und es sind doch noch nicht alle Kabinetts gesetzt und Ja, viel zu tun. Wie schauen unsere Wälder aus?
Oh, hier haben wir neue Pilze. Sehr schön. Wir hätten gerne Chop-Down-Trees. Und das soll ja auch über mehrere Etagen gehen, also machen wir einfach so. So, so, so. Zack. Ich sehe 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 viele. Hier auch nochmal 5, 6 Stück. Ja, sehr schön. So kommen wir an unsere Trainingssperre. So, und was macht das Goblin-Runterschmeißloch? Das war, glaube ich, hier. Nee, da. Ha. Kommt gar kein Miner. Die waren bis vor kurzem noch beschäftigt, das weiß ich. Ich hatte ihnen extra was zum Arbeiten gegeben. Aber eigentlich müssten die jetzt langsam mal kommen. Willst du da buddeln? Nee, du willst schlafen gehen. Na gut, werden einfach abwarten müssen. Aber ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wir gucken dann mal, ob diese 6 extra Level reichen und dann schmeißen einfach nach und nach alle runter. Nur das Holz wird auch schon langsam weniger. Das heißt, wir könnten jetzt langsam die Trainingsspeere aufstellen. Und auch schon mal den Schalter hinstellen. So, wo machen wir den Schalter hin? Über Schalter kann man rübergehen. Also, kann man noch, oder? Ich glaube schon. Also können wir einfach vor die Tür setzen. Aber das ist komisch. Nee, ich setze den einfach weiter hinten hin. Dahin. Ein Granitmechanismus. Ja, ist okay. Und dann hätten wir noch gerne ein Upright Spear Spike. Da hinten in die Ecke. Trainingsspeere. Wir müssen unbedingt darauf achten, dass es Trainingsspeere sind. Und auch welche, die keine zu hohe Qualität haben. Das wird das nächste Problem sein. Also den, den, den. Und vielleicht doch nicht 10 auf einem Feld. Sondern wir nehmen erstmal nur, sagen wir mal, 2. So, 2 Stück dahin. Eins, zwei dahin. Achso, man muss das irgendwie anders bestätigen. Also wurde bisher keins davon gebaut. Also nochmal. Wir hätten gerne den und den. Und jetzt müssen wir D dann Selecting drücken. Jetzt ist er fertig. So, das Ganze nochmal. Und zwar mit irgendwelchen ganz schlechten da und da. D dann Selecting. Okay, also wenn unsere Mechaniker mit den ganzen Käfigfallen fertig sind, kümmern sie sich hoffentlich auch um den Schalter hier vorne, um die Speere da unten. Und dann testen wir, ob sie ob die richtigen Fallen sind. Weil ich glaube, diese Speere, die aus dem Boden rausragen, kann man mit einem Schalter ein- und ausfahren. Kann aber auch sein, dass es die Waffenfallen waren. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Müssen wir halt auch noch testen. So, was macht unser Runterwerfschacht? Da ist immer noch keiner rangegangen. Oh. Ich sehe da auch gar keinen Channel-Befehl. Ah, deswegen kam keiner. Na also. So, du buddelst da jetzt runter. Oh. Oh oh. Ja, da war ein geringfügiger Denkfehler. Wunden. Er ist jetzt so ein paar Etagen runtergefallen in den Speer. Aber es sieht so aus, als würde das überleben. Er hat zwar den linken Ober- und Unterarm rot und das Bein und er ist ohnmächtig, aber nirgendwo ist was grau, also nichts ist abgetrennt oder dergleichen. Das kriegt unser Leberfräser schon wieder hin. Wenn denn das Hospital aktiv ist, sollte ich mal ganz kurz überprüfen. So, Zone I und Hospital, Shift H. Sieht soweit gut aus. Also es hat komischerweise keinen Stoff, keine Krücken und kein Puder und alles mögliche. Aber es hat Garn. Na gut, dürfte er dann arbeiten können. Und wir haben gerade eine Fehlermeldung, dass wir keine zum Schmelzen designierten Gegenstände mehr haben. Oh, das ist eine gute Nachricht. Ich hätte gedacht, wir brauchen wesentlich länger und wir bräuchten wesentlich mehr Kohle, um alles einzuschmelzen. Aber dann können wir mal mit den Ambossen weitermachen. Also mit den frisch erworbenen Ambossen. So, dich auch noch. Dann sind wir, glaube ich, durch. Und mir ist gerade noch eingefallen, was wir noch aus Holz herstellen wollten.
Hier fehlen nämlich ganz viele Bins. Das heißt, JM, wir hätten gerne Wooden Bin. Nein, nicht Kabinett. Null. Du musst weg. Ja. Wooden Bin plus Pfeil unten. So. Wir hatten 50 Holz. Wir haben 20 oder 30 für Speere. Okay, dann machen wir nochmal 20 Bins dazu. Das sollte dann reichen. Guti. Damit wären wir schon wieder am Ende der Folge. Haben ein bisschen was geschafft. Kommen gut voran. Mal schauen, wie das mit dem Danger Room wird und mit dem Runterwurfschacht, mit dem längeren, den 6 Etagen höheren. Das können wir gleich am Anfang der nächsten Folge mal testen. Also, bis gleich.